Einen wunderschönen guten Morgen, ihr lieben Camperinnen und Camper. Heute fangen wir mal ganz klassisch an hier bei Reisemobile Dülmen mit einem Moveo Special. Ich habe lange nichts mehr gemacht mit Moveo und Special heißt auch ein Specialist. Hallo, guten Tag, der liebe Yannick. Einen wunderschönen guten Morgen. Servus. Wie geht's dir? Ja, ganz gut. Leider so ein bisschen verregnet das erste Campingwochenende hier am Naturpark Borkenberg. Es waren nicht so viele Leute da, wie man eigentlich erwartet hatte. Und es war ein bisschen Woodstock-like, der Boden und so weiter. Aber trotzdem, man genießt es. Es sind so Leute, die wollen raus. Du weißt das so ja, wie das aus. Ist. Ja. Hoffen wir mal, dass es bald losgeht. Ich möchte dir heute mal unseren Moveo Thai 71 FBH zeigen. Ich sag mal, ein schöner Familiengrundriss, wo wir ein französisches Bett haben mit einem Hubbett. 7,14 Meter lang. Breite 2,33, ganz klassisch. Und einfach mal so das Produkt Moveo einmal mal dir zeigen, damit du weißt, was sie so für schöne Features haben. Ja, ich würde sagen, starten wir direkt, oder? Ist ja eine Marke, die hat sich richtig etabliert die letzten Jahre. Ich hatte mal so einen kleinen Eindruck mir auf der Messe vor 3 Jahren geholt. Da war ja auch gerade hier der Hype, da ging es richtig los mit Moveo. Interessant bei dem Fahrzeug ist, normalerweise wird ja dieses französische Bett, der Sidebed-Grundriss, eher in kürzeren Fahrzeugen verbaut. Deswegen bin ich selber mal sehr gespannt, was du da hast. Citroën drunter? Citroën drunter, optional natürlich auch auf Fiat Automatikgetriebe. Ja. Kann man wählen als Schalter oder wie gesagt dem Automatikgetriebe, je nach Bedarf halt. Ne? Aber tendenziell der Schalter ist sehr gut, 140 PS. Kann man das Ganze damit starten. Das Wir läuft. Kommen, ich sag mal, direkt auch so zu so einem kleinen Highlight von Moveo. Ja. Weil Moveo macht es so, die machen eine Außenstauklappe, wo du wirklich bis zu 70 Kilo reinlegen kannst. Das heißt Kabeltrommel, CE-Stecker, passt alles hier rein, kannst du alles hier drin verstauen. Hätte ich mir heute gewünscht, weißt du, du stehst so ein bisschen im Morast nach so einem regnerischen Tag oder Wochenende. Wo machst du hin? In der Heckgarage, dann hast du die schmutzige Trommel drin, hast gar keine Zeit vor lauter Regen abzuwischen. Das ist perfekt. Hast du hier dein Staufach, packst das rein, kannst es auch immer super sauber halten. Genau, mit dem Schlauch zu Hause auswaschen, gut ist es. Richtig, genau. Dann ganz klassisch hier Frischwasserbefüllung, Heizung sitzt auch, ganz normale Truma-Heizung, die dann verbaut wird. Und was halt auch sehr schön ist, der Elasi, also der Frostwächter, sitzt halt auch sehr begehbar. Das heißt, du kannst hier sofort Wasser ablassen, musst nicht irgendwas umbauen unterm Kühlschrank. Irgendwo reinkriechen. Richtig, schon, genau. Ja, hast das dann wirklich direkt an der Stauklappe dran und kannst da direkt halt wirklich rein und den aufmachen. Bei dem Fahrzeug ist es natürlich jetzt so, hier haben wir natürlich keine große Garage. Die Stauklappe auf der anderen Seite ist trotzdem sehr groß. Ja. Zeigen wir die gleich mal von innen. WC-Toilette. Ja, man kennt es, ne? Ja, klar. Dometic, das Austin. Übliche. Richtig. Also auch, sag ich mal, in der Hinsicht nichts Neues mehr. Aber auch wieder eine schöne Höhe. Schönes Heck, Rückfahrkamera haben wir hier mit drin. Das ist klassisch. Ich muss halt nur das Reden üben. Es ist Montagvormittag, so liebe Leute. GFK, Alu-Glattblech oder alles Voll-GFK? Voll-GFK, meine Voll-GFK? Voll-GFK. Boden, Dach, das Übliche. Der Standard mittlerweile. Richtig, Ist so. 2013, 14, ich weiß noch, die ersten Diskussionen, da waren wir mit dem ersten GFK-Auto auf der Messe. Mein Gott, da ging es rund um das Ding. Das jetzt machen es alle nur noch. Ja, das wird sich nicht durchsetzen und so weiter, aber es ist die einzig vernünftige Alternative. Dichtigkeitsgarantie, weißt du die zufällig auswendig? Hast du hier 7 Jahre. 7 Jahre. Ja. Ist für viele ein wichtiges Argument. Ne? Also da hast du dann 7 Jahre dann dabei. Das Schöne bei Moveo ist, dass bei Moveo immer eine Vollausstattung. Das heißt, ich sag mal, das Fahrzeug ist mit Solarpanel schon, Radiodynamik, Rückfahrkamera, Markise, Sattanlage inklusive Fernseher. Ja. Das hast du alles schon in den Basics mit drin. Das heißt, du kaufst das Fahrzeug kompakt. Du musst nicht überlegen, möchte ich dies haben, möchte ich das haben, sondern du hast es auf einmal. Ready to go, ready to drive. Richtig. Und dann einen schönen kompakten Preis dann halt auch, der dementsprechend knackig gestaltet ist, sag ich mal. Rahmenfenster hast du auch Serie. Wollte ich gerade sagen, wir bewegen uns ja hier schon einen guten auf 4-Sterne-Niveau. Das kann man ja durchaus mal sagen. Ich vergleiche das für die Einsteiger immer eher mit den Hotelklassen. Ja. Dann tut man sich ein bisschen leichter. Ja, ja gut. Aber du hast es hier halt wirklich auch, ich sag mal jetzt hier auch bei den Dichtungen. Ne? Viele machen ja Dichtung nach oben, es wird hier nach unten gelegt. Also ist schon mit Bedacht gemacht. Jetzt, wo ich gerade schon sagte, du hast natürlich hier keine große Garage, also eine Höhe, aber dafür hast du eine kleine, tiefe Garage, wo du halt wirklich deine Utensilien, Stühle, Tische alle sehr gut verpacken kannst. Ja. Ne? Du hast hier auch noch wie so Verzurösen, sag ich mal, wo du was festmachen kannst. Boardkit hast du dann mit drin. Wir haben jetzt optional noch eine Außendusche mitbestellt, die dann hinten verbaut wird. Auch sehr gut, kannst du dich immer
mal die Füße abdampfen und hinterm Heck das Ganze machen. Hätte ich mir heute Vormittag gewünscht, ja. Glaube ich, früh. Im Regen, ne? Ja, super, oder für einen Hund oder sonst was. Richtig, genau. Und da hast du halt wirklich dann solche Sachen super einfach und übersichtlich hier drin. Ja. Und kannst dann halt hier auch dementsprechend was verstauen, ne? Da passt auch was rein. Es ist zwar nicht für ein Fahrrad, da kann ich mir einen Fahrradträger-Anhängerkupplung hintermachen, aber du hast halt wirklich von der Tiefe Stühle, Tische, die du hier super reinpacken kannst. Es gibt auch schon viele mit E-Scooter, mit so kleinen Klapprädern. Oder vor Ort mal ein Fahrrad leihen. Das ist gar nicht so teuer, wie man glaubt. Und kommt jetzt ja auch immer mehr, dass du es vor Ort machen kannst. Ne? Ja. Schick. Winterabdeckung. Ja. Hast du auch immer Serien dann dabei, kannst du natürlich dementsprechend rein und raus machen. Die dürft ihr, wenn ihr den hier kauft, natürlich jetzt im Sommer runter machen, beziehungsweise müsst ihr runter machen. Die Regel ist 0 Grad bis 10 Grad plus sollten sie drauf, unter 0 Grad müssen sie drauf. So habe ich mal gelernt, gell? Richtig. Du auch? Ja. So sieht's aus. Wir sind uns einig, Sister. So, und dann hast du halt ab 10 Grad aufwärts, machst du es halt ab. Ja. Ne? Dann die Tür auch mit Fenster. Mhm. Dann hast du hier 230 Volt und dein Abwasser. Hast du hier auch wieder mit einem Zug, ja. Ne, griffbereit, ja, ja, ja. Ganz normal über die Entsorgungsstation fahren, Griff genau. ziehen, ablaufen lassen. Und dann natürlich das obligatorische Gasfach. Mit dem Punkt, du hast hier Magnetstreifen, das heißt, du musst nicht deine Gasflasche hier reinhieven, sondern machst das hier runter und kannst sie gerade dann reinpacken. Hast das Ganze dann damit drin. Monokontrol haben wir verbaut, auch Serie dabei. Das heißt, du kannst immer während der Fahrt mit angeschlossenem Gas fahren. Ist halt auch so eine Sache, die ja in der jetzigen Zeit fast gang und gäbe ist. Unbedingt, rein damit. Also, oder noch aufrüsten auf eine Duokontrolle, wer auch gerne im Herbst oder Winter fährt. Genau, also. Und Filter. Das müssen wir auch immer noch dazu sagen, damit wir ja komplett sind. Der Gasfilter ist auch mit dabei, das stimmt. Ja, Tobi, dann würde ich sagen. Gehen wir mal rein. Schauen wir uns das Ganze mal von innen an. Also ich war ja vorhin kurz mal gucken und was ist schon mal ganz gut. Übrigens, liebe Zuschauer, ist normal, hier wird einfach noch mal geschont und ab Werk und dann lässt man das auch so lange, bis er verkauft ist. Richtig, ja gut, wir lassen es für die Leute halt hier offen, damit sie reingehen können und deswegen extra die Bezüge oder die Beschichtung überall drauf auf Tischen auch noch. Das ist schon hübsch dahinter. Ja. Auch hier Riesenlatschen. 50er, meine Maßstabschuhe, da kannst du halt bequem hier wirklich reingehen. Da gibt's keine engen Tritte oder sonst was. Das ist Rainer, du bist ja auch so ein Großlatscher. Großlatscher. Und du merkst jetzt sofort, ich sag mal, du bist ja auch nicht gerade klein. Nee. Du hast eine schöne Stehhöhe. Ja. Ne, also das Raumgefühl ist nicht gerade 2,5, 2,7, eher Richtung 2,10 schon. 2,10. Ne? In dem Bereich gehst du 2,5. Wow. 2,7 hast du dann halt hier schon wirklich an Stehhöhe. Und vor allem weit. Ja, also bis zum Hubbett und da hast du auch noch die 1,90, das aber relativ hoch hängt. Es gibt Hubbetten, die fliegen tiefer. Definitiv, ja. Also das hast du es halt. Bei dem Fahrzeug ist es jetzt so, bei uns ist extra mal der Fernseher rausgenommen. Hier würde tendenziell immer der Fernseher sitzen, den du dann natürlich auch schwenken kannst nach hinten und nach vorne. Du bedienst das ganze Fahrzeug über ein Panel, sag ich mal. Ne? Das heißt, selbst das ist einfach gehalten mit 6 Optionen, die du sehen kannst. Frischwasser, Abwasser, Strom, Wasserpumpe, Lichteranlage und halt die Elektronik an sich. Das heißt, es ist auch kompakt gehalten. Du musst dafür nicht studiert haben, um so ein Bedienpanel zu benutzen. Das schaffst sogar ich. Das hast du jetzt gesagt. Das ist der Maßstab. Ne? Das hast du gesagt. Und jetzt siehst du das halt einfach mal hier, wie diese Raumaufteilung halt ist. Ne? Ja. Du hast hinten das französische Bett mit einer Länge von 2 Metern und einer Breite von 1,30, wo du dich dann auch super reinlegen kannst und schlafen kannst. Hast halt hierdurch ein schönes Raumgefühl. Ne? Das Bad an der Seite. Ja, der Riesendusche bleibt, da gehen wir natürlich gleich rein. Und der Vorteil ist, du kannst auch mal schnell zum Bio oder sonstiges durchgreifen, wenn es draußen regnet. So sieht's aus. Auch was, was ich mir am Wochenende gewünscht hätte. Ja, du läufst in die Heckgarage außen rum? Ja. Meistens. 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 Na, und hier hast du jetzt halt das, was ich gerade von außen schon sagte. Ja, du hast hier riesig Platz, ne? Da geht was. Ja. Also das ist halt schon schön dann. Auch der Stil, das ist schön gemacht im Mobio. Das ist zeitlos. Ja, schön hell dann auch noch gehalten, ne? Mache ich dir mal das Bad auf. Also du hast hier auch, ich will dir das gerne mal zeigen. Geh du mal als Beispiel voran, das ist ganz gut. Genau. Du siehst jetzt hier in der Dusche diese Höhe. Ne? Ja. Ist klar natürlich, dass wir bei der Größe und so duschen müssen. Ja, klar. Aber du musst nicht so stehen, du kannst dich gerade aufrichten und es passt. Ne? WC kannst du auch bei langen Beinen dementsprechend auch, ist ja auch klassisch, sag ich mal, drehen. Ja, ja, eben. Ne? Das müssen wir. Ja, das geht. Hier hast du das am Stuhl. Ja, jetzt. Wenn die neu sind, drehen sich die immer schwerer. Ich kenne das Thema. Ne? Und soll ja auch so sein.
Dann hast du hier Stauräume ohne Ende. Ne? Staufläche. Spiegelfläche. Hier hast du auch nochmal. Apropos Spiegel und so weiter. Ihr seht das, wir sind ohne Maske unterwegs. Wir sind hier alle getestet. So sieht's aus. Das gehört sich jetzt so. Vorher kommt keiner in die Arbeit. Na, du hast einen schönen großen Spiegel. Ja. Bad. Und da ist halt auch Platz, ne? Ja, und vor allem, es gibt ja dann auch einen Kleiderschrank. Ja. Bei dem Grundriss hast du immer die Möglichkeit, einen großen Kleiderschrank zu machen. So, ich mach das mal so, ich komme mal eben raus. Ja, wir tauschen durch. Warte mal, und dann kannst du von hier. Genau. So, hier hast du dann dementsprechend mit einer schönen Kleiderstange eine schöne Höhe. Kannst jetzt hier halt auch noch deine Schubladen alle auf und zu machen. Ne? Das entsteht Softclose hast du überall. Das Raumgefühl ist halt gigantisch. Bei Seitbettgrundriss, da bleibt dir was übrig. Und wir haben absichtlich nicht vorne angefangen jetzt mit Lounge, beziehungsweise das ist ja eine Mischung zwischen Face-to-Face und klassischer Dinette. Lounge-Bereich, ja genau. Also du hast hier wirklich diesen Augenmerk mal gelegt, weil du kannst hier halt auch aufrüsten auf 5 Personen. Das heißt 1, 2 und dann kannst du da nochmal noch einen dritten mitnehmen, wenn du möchtest. Hast halt hier so einen gemütlichen Sitzbereich. Ich sag mal Lounge-mäßig, Couch-mäßig. Gefällt mir. Da kannst du dich super hinlegen. Auch macht ebenerdig, auch nicht jeder. Genau. Alles durchgezogen. Richtig. Vorne hast du natürlich den kleinen Sockel zum Fahrhaus, aber... Den hast du fast überall. Ich stehe ja auf diese Lederoptik. Also ganz persönlicher Geschmack. Ja, ist Geschmackssache. Ich finde es auch schön, aber das ist jedem selbst. Du kannst hier immer zwischen 3 Polstervarianten auswählen, halt auch dementsprechend. Da kannst du es ja auch keinem recht machen, das richtig, ist ganz klar. Das ist immer Geschmackssache. Jeder findet sein Ding. Beim Tobi ist ja alles schön, Schaufenstermodus ist halt mal so. Was halt auch noch mal schön ist bei so einem Modell, was viele mit einem Vorhang haben, du hast hier wirklich von beiden Seiten, kannst du deinen Bereich schön trennen. Ne? Das heißt, du hast hier wirklich einen Zoom-Bereich, was finde ich immer viel ausmacht. Ja. Das heißt, du kannst den Bereich hier wirklich zumachen zum vorderen Bereich, wenn die Kinder, sag ich mal noch, oder wer auch immer hier drüber schlafen soll. Ist richtig. Ja? Wichtiges Thema, auch dieses Schnarchthema. Wir hören das in der Praxis ganz oft, deswegen glaube ich, darf man es auch ansprechen. Hier hast du eine Tür, da kann man dann mehr kann man ein bisschen zumachen. Dimm kannst du schon. Legt sich dann hier rein, ist halt mal so. Ja, und das ist dann halt auch dem entsprechend, wo man dann halt sagen kann. Bei dem Hubbett hast du ein Maß von einer Breite von 1,40 mal, ich sag mal 1,95, 2 Meter. Ja. Je nachdem, wie man es halt nimmt, ob auf die komplette Breite oder nicht, hast dann auch die Staufächer. Das Modell gibt es auch nur mit Hubbett. Aha. Also du kannst es wirklich nicht ohne bestellen, sondern es ist immer Hubbett-technisch mit Bestell, also ist immer mit drin inklusive. Und für Familien ein sehr schöner Grundriss. Ne? Also du merkst, du hast halt wirklich hier super viel Platz drin im Fahrzeug. Du hast hier die Winkelküche, ne? Du hast, was auch schön ist, Kaffeemaschine. Hast du hier Platz? Das ist halt ein richtiger Platz. Ne? Da. Du hast hier direkt USB, 2x12 Volt hast du einmal. Ja. 230 hast du hier. Heißt, hier kannst du eine Kaffeemaschine hinstellen. Hier hast du Platz zum Schneiden. Ist auch vielen wichtig in der Küche. Ja, die Küche ist riesig. Braucht man nicht reden. Super. Kochfeld. Ist ein bisschen kleiner gehalten, muss man ehrlich sagen. Den meisten reichen 2. Wir haben da mal Umfragen gemacht. Die sagen, 2 reichen. Selten, dass jemand noch mal 3 will. Aber wie gesagt, auch Geschmackssache. Ganz klar. Und auch jetzt hier. Du hast tiefe Platz. Schränke. Du hast wirklich Platz. So, hier hast du das nächste, dein Auszug. Was ich persönlich schöner finden würde, muss man einfach auch mal dazu sagen. Kann man ruhig mal eins ansetzen. Ganz, sind hier ganz auch genau Schubladen Auszug noch dazu. Zum Rausziehen. Das ist halt wirklich vielleicht nochmal, wo man sagen kann. Aber ansonsten, platztechnisch hast du hier alles drin. Schon schick gemacht. Übrigens, eins müssen wir noch herzeigen, den Kühlschrank. Der ist ganz wichtig, weil das ist ja auch wieder der rechts-links, der allerdings hier auf links angeschlagen ist. Genau, der ist auf links angeschlagen. Du hast ein schönes Eisfach, wo was reinpasst. Ja. Also da kannst du schon wirklich... Ah, das kenne ich ja so noch gar nicht. Gemüsefach. Ah. Hast du extra auch mit drin. Ah, da kannst du also einstellen. Hier, guck dir mal, Apfel oder Karotte. So sieht's aus. Nein, das ist hier nur ein Muster. Nein, also du kannst dann da halt wirklich sagen, was möchtest du drin haben. Ne? Genau. Dann sei es das Bier, passt da auch rein. Ja, ja, eben. Und dann hast du halt hier oben nochmal, wo die Box sitzt, das ist jetzt zwar noch nicht komplett alles verkabelt, das muss man auch dazu sagen, weil wir nehmen den Fernseher ja mal raus. Ja. Weil, ne, nicht, dass er kaputt geht in der Ausstellung oder mitgenommen wird. Und dann hast du hier halt auch noch mal Platz. Ne? CP Plus haben wir drin. Genau. Dann wird es wahrscheinlich in Serie die Kombi 4 oder Kombi 6 sein. Kombi 4. Ja? Und dann kann man vielleicht noch. Aber immer alles mit Gas, oder? Immer mit Gas. Ja, ist auch okay. Optional kannst du es halt auch anders bestellen. So, und jetzt, wo du gerade mal so stehst, nee, bleib mal hier bei mir. Ja, oder möchtest du nach vorne? Wo möchtest du hin? Ich tauche mal durch, zeigen wir es nochmal. Genau, hier ist du dein
Schlüsselschalter fürs Hubband. Und ich komme davor in die Galerie. So sieht's aus. Und dann kann man mal Hubband runterlassen. Da geht auch immer die Beleuchtung unten aus. Gell? Richtig, ja. Genau. Wichtig ist halt bei dem Hubband hier, du musst natürlich die Sitzpolster umlegen. Ja. Wenn du es komplett runterfahren möchtest. Ja, ja. Du kannst aber auch bei dem, wie es bei vielen anderen auch schon ist, in jeder Höhe schlafen. Das heißt, du kannst es in jeder Höhe stehen lassen. Mhm. Du musst nicht immer bis ganz nach unten gehen. Ja, weil du dann gegebenenfalls drunter auch noch mal sitzen kannst. Richtig, genau. Und was du halt hier hast, du kommst halt wirklich sehr tief. Du hast, weil das Hubbett an dem Bereich hier vorbeigeht, kommst du wirklich fast ganz runter. Ist natürlich praktisch, wenn jetzt jemand diese Leiterchen nicht haben will. Genau. Oder leichtes Reinkommen. Da kommst du halt wirklich sehr gut dann halt auch dementsprechend rein. Ne? Schick. Und das ist doch fein gemacht. Ne, sehr schön, auszugstechnisch. Ich meine, das kennst du auch. Auch nicht wundern, ist ein Bezug drüber. Ne? Ja, da ist noch eine Schutzfolie drüber. Nicht, dass ihr meint hier, genau. Und dann kannst du halt hier dementsprechend auch super sitzen. Ne? Ja. Also du hast hier auch die Auflage, da kannst du es dir auch entspannt mit 1, 2, 3, 4, 5, 6 Leuten machen. Da kannst du bequem die Nachbarn einladen. So sieht's aus. Wenn es wieder erlaubt ist, Kannst du hier super mit 6 Leuten drin sitzen. Ein Haushalt, zwei Haushalt und diese ganzen Regeln, die kennt ihr ja bestens. Richtig, genau. Ja, ich fahre das Hubbett mal wieder hoch. Aber da sind wir ja allgemein jetzt mal auf einem guten Weg. Das hört man immer gern, dass das jetzt mal runtergeht, auch durch die Wärme bedingt. Und dann hoffen wir alle, dass wir soweit geimpft sind im Herbst, dass wir es uns wie früher gemütlich machen können. Genau. Und die Beleuchtung ist auch schön gemacht. Ja, ein bisschen mit Flächenbeleuchtung. Ne? Sei es, also ich finde sowas schön, ne? Ist Geschmackssache, aber hier, das sind so Giveaways halt, ne? So Kleinigkeiten, die sowas hervorheben. Ja. Es macht das Ganze schön hell. Farbtechnisch ist es super. Der ist auch zum Mitnehmen, wenn es wäre. Der ist auch zum Mitnehmen, ja. Das ist ja mal ein wichtiger Punkt, weil viele überlegen ja jetzt wirklich noch spontan, es geht wieder los. Und hier gibt es noch eine Reihe Lagerfahrzeuge. Ansonsten auf Bestellung natürlich ist man meistens schon im Modelljahrgang 22. Da wissen wir ja noch gar nicht so recht, was tut sich, Kleinigkeiten. Ich glaube, die großen Revolutionen. Egal, ihr kennt mich. Ich weiß, was du meinst, aber ihr Zuschauer, Gott sei Dank auch. Die sind, glaube ich, heuer nicht so, dass man sagt, man krempelt jetzt alles um Richtung 22. Ich hätte nichts gehört von den Herstellern. Caravansalon wissen wir dann mehr. Richtig. Also wenn er stattfinden will, wir hoffen mal, ne, gehen mal stark davon aus, dass wir ein paar von euch auch sehen. Ja. Aber da wird dann, wenn es klappen soll, Moveo auch sein. Und dann seht ihr auch die Neuheiten. Also ich finde es sehr gelungen, kommt sehr gut an. Und hast halt wirklich hier, das ist dieser Trumpf halt bei Moveo selber, das spricht halt immer so dafür, die machen halt eine Vollausstattung. Das heißt, die nehmen dir manchmal sogar, nehme ich jetzt das mit rein, dies mit rein, manche Entscheidung, ne, wo du so halt direkt sagen kannst, mein Fahrzeug hat es halt schon. Ne? Das ist ein Gesamtpaket. Genau. Und natürlich zum Schluss noch ein Skyview oder jeder Hersteller hat so ein bisschen einen anderen Namen, Panoramafenster vorne raus auch zu öffnen. Oder das ist fest, gell? Das ist fest, ja. Das ist fest. Das ist fest. Der eine macht so, der andere macht so. Ich habe es zum Beispiel momentan zum Öffnen. Ich bin jetzt nicht der Freund des Öffnens, aber verhindert natürlich auch Zug oder sonstige Geräusche, wenn es fest verklebt ist. Aber das ist auch wieder Geschmackssache. Janik, danke. Wir haben noch ein Moveo. Genau. Siehst du mal, 18:18 sind wir jetzt schon wieder mit der Zeit. Kannst mal sehen, so schnell geht er. Reisemobile Dülmen, die Infos findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung, direkt der Link, nicht aufs Fahrzeug, aber auf den Gesamtbestand. Und wenn ihr Fragen habt, das soll ja auch ein Teaser sein, wir machen hier keine Spielfilme, es sind sicher viele Fragen offen, aber dafür haben wir ja die Spezialisten vor Ort. Genau, könnt ihr euch gerne bei uns melden, wir sind immer da. Macht und das, das stimmt allerdings. Finden wir auch ein Fahrzeug für euch. Wir sehen uns im nächsten Moveo. Bis dann, bleibt dran, guckt euch mal in die Playlist hier, lasst ein Abo da und ein Like, ist uns natürlich am allerliebsten. Ja. Tschüssi, tschüss. Bis gleich.